Flexicurity? Flexicurity ist ja kein echtes Wort, das ist ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus Flexibility und Security. Wenn es heute genug verschiedene gibt, stehen wir morgen nicht aus. Meine Damen und Herren, Professor Markus Hengstschläger. Die Wissenschaft sagt 2015, dass sich das Wissen auf dieser Welt, alles was man googeln kann, Facebook oder twittern kann, diese Information verdoppelt sich mittlerweile einmal alle 24 Stunden. Also wenn der eine oder andere immer noch das Gefühl hat, er ist für morgen ganz gut vorbereitet, bin ich beeindruckt. Die Ausstellungsfläche hier misst etwa 3000 Quadratmeter und gilt als Wiens größte Ausstellung für Naturstein, Technostein und Parkett. Es hätte sich heute schon ausgezahlt, wenn der folgende Satz in euren Köpfen hängen bleibt, aber leicht mache ich es euch nicht. Umso mehr Verschiedene in unserem System sind, umso eher wird immer wer dabei sein, der eine Antwort haben wird auf eine Frage, die wir heute nicht kennen, weil es erst morgen kommt. Wenn ich solche Gesichter wie die euren in der Vorlesung habe, fange ich normalerweise nochmal von vorn an. Ich bin da ehrlich. Also noch einmal von vorn. Ich würde euch mitgeben, dass es nicht reicht zu sagen, hoffentlich wird jemand dieses System in Österreich implementieren. Hoffentlich wird sich jemand aufraffen, das für uns zu tun. Sondern ich gebe euch schon mit, Leute, das ist unser Job. Ich habe zwei Themen mitgenommen. Das eine ist Verschiedenheit. Verschiedenheit ist wichtig, muss man zulassen, ist auch ein Erfolgskonzept. Und das zweite Thema, das ich mitnehme, ist Mut. Damit man Verschiedenartigkeit zulässt, braucht es Mut. Dass viel mehr Leute ihre Individualität ausleben und nicht nur so sehr allen anderen nacheifern. Jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch muss sozusagen einerseits seine Stärken definieren, sie aber dann im Team anwenden, um die Sicherheit zu haben, sozusagen für eine Zukunft gerüstet zu sein. Flexibility und Security in einem Set. Die Steine sind ein Wahnsinn, aber der Vortrag, habe ich zum Herrn Schubert eh schon selber gesagt, war fast mindestens so toll wie seine Steine. Eine so komplexe Materie, ist ein so schwieriges Thema, so einfach darzustellen, das ist die wahre Kunst. Passt dem österreichischen Mainstream nicht in den Kopf, aber es ist so. Wenn wir Veränderung wollen, dann müssen wir sie heute beginnen und in uns selber starten.